Freuen Sie sich mit mir über Peter Reimer, der uns in seiner musikalischen Keynote hilft, anzukommen und zu entschleunigen. Thank you.
Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank und schönen guten Morgen. Wertschätzung der Arbeit habe ich gehört und auch gelesen. Das ist gut gegen Burnout. Insofern bedanke ich mich jetzt schon mal bei allen, die hier bereits sitzen und die jetzt noch dazukommen. Schön, dass Sie da sind. Und bevor ich in das Thema einsteige, kurz drei Dinge. Das eine erstmal herzlichen Dank für die Einladung hierher. Mich sehr gefreut auf diesen Morgen, auf diesen Tag. Stand in der Autobahn schon im Stau und hatte dann die Option, in Stress zu geraten, weil ich vielleicht zu spät komme, oder zu sagen, hey super, ich kann wirklich entschleunigen. Weil ob ich mich jetzt aufrege oder nicht, der Stau wird dadurch nicht kürzer oder länger. Ich habe mich also dann fürs Entschleunigen entschieden. Das Zweite, das klang eben eindeutig nach mehr als nach einer Gitarre. Von daher kurz die Technik zur Erläuterung. Im Wesentlichen besteht es aus Gitarrespielen, nach wie vor. Das sollte man können, sonst funktioniert es nicht. Und dann habe ich hier ein Echo. Hat man das gehört? Ja, genau. Ein Oktaver, mit dem ich einen Bass erzeugen kann. Oder eben nur Gitarre. Und das dritte Instrument nenne ich das mal. Das ist ein Looper, mit dem kann ich mich hier aufnehmen in Echtzeit. Und dann wieder dazu spielen, wieder aufnehmen, das so oft machen, wie ich möchte, und dann kann ich dazu spielen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, jeder Ton, den Sie hier heute Morgen hören, ist auch hier entstanden. Ich habe nichts mitgebracht, sondern es entsteht alles hier in Echtzeit, was ich mache. Und das dritte ist die Applausfrage. Ich mache ja diese Entschleunigungskonzerte jetzt seit 4 Jahren und es hat sich als gut erwiesen, einfach zuzuhören, sich der Musik hinzugeben, vielleicht auch noch dem Zuhören zuzuhören, was ich zu sagen habe, aber wirklich einfach da sein. Es geht nicht um mich, es geht um Sie, wenn ich das hier mache. Ich freue mich, wenn ich jedem, der hier ist, irgendwas mitgeben kann, was auch immer das sein mag. Und deswegen schlage ich vor, dass Sie nicht applaudieren. Am Ende, wenn ich fertig bin einmal, dann freue ich mich natürlich schon, aber im Wesentlichen soll es jetzt darum gehen, in dieses Thema reinzukommen. Und es geht nicht um den Künstler oder so, sondern es geht um das Thema und es geht um Sie. Okay. Thank you.
Na. Ja, also wenn es natürlich nicht in den Stühlen hält, okay. Ich kann es ja nur vorschlagen. Ist auch okay. Wollen ja jetzt keinen Dogma daraus machen. Ich habe hier was mitgebracht. Ich habe die Dinger jahrelang jetzt selbst gebastelt. Dann hat sich meine Frau ein Herz gefasst und bei ihrem letzten IKEA-Besuch mal gefragt, ob sie mal so einen Stapel 1-Meter-Bänder mitnehmen kann. Und IKEA hat gesagt, jawohl, nehmen Sie ruhig mit. Ist das nicht nett? Und wir stellen uns jetzt mal vor, dass jeder dieser Zentimeter auf diesem Metermaß ein Lebensjahr wären. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie so ein Leben abläuft. Wenn ich mich hier so umgucke, gibt es ja schon eine Reihe Leute, die da so einige Jahre hinter sich haben. Manche noch nicht so viele. Ne? Und wir werden geboren. Wir kommen so mit 3 in den Kindergarten. Da ist erst meine Tochter seit einem Jahr. Kommen mit 6 in die Schule. Jetzt mache ich hier so eine Schweinerei. Gell? Mit 15 machen die Ersten den Hauptschulabschluss. Mit 16 machen sie den Realschulabschluss, fangen vielleicht eine Lehre an. Manche machen Abitur. Dann ganz wichtig heutzutage, freiwilliges soziales Jahr. Ne? Neu dazugekommen. Und dann haben die Ersten ihre Gesellenjahre hinter sich oder ihr Studium fertig und dann sind sie 25. Und mit 25, etwa 25, da haben Soziologen festgestellt, das ist etwa die gefühlte Lebensmitte. 25 bis 28 Jahre. Und ab dann erleben wir subjektiv jedes Lebensjahrzehnt als halb so lang. Oder andersrum gesagt, im Beschleunigungsterminus als doppelt so schnell. Und jetzt gucken wir uns das mal von der anderen Seite an. Also in der Bibel steht ja 120, ne? Das hört hier bei 100 auf. Das erreichen auch nicht so viele. Also die Statistik gibt hier genaue Auskunft. In Deutschland werden also laut Sterbetafeln die Frauen im Moment etwa 84 Jahre alt. Und die Männer, warum das jetzt auch so sein mag, lassen wir mal einfach stehen. Aber die werden nicht so alt wie die Frauen. Die gehen also im Schnitt mit 77 aus diesem Leben. Ja. Und ich selbst, ich bin jetzt 51, werde jetzt im Sommer 52, also 51, ja. Und halte jetzt hier also sozusagen den statistischen Rest meines Lebens in der Hand. Ja? Sehen das alle? Und jetzt kommt ja noch was dazu, ne? Wir erinnern uns, 25 Lebensmitte. Ich erlebe subjektiv diesen Rest meiner Zeit als halb so lang. Und ich sage Ihnen, vor 4 Jahren sah das auch nicht viel besser aus. Es war dann so viel länger. Und dann passierte bei mir sofort Folgendes. Ich weiß nicht, ob es Ihnen jetzt schon so geht, bevor ich es überhaupt sage. Die erste Frage, die aufpoppte, war, was mache ich denn damit? Die zweite Frage, die sich relativ schnell anschloss, was will ich denn unbedingt noch machen? Und die letzte Frage, die dritte, die dann kam, war, und was will ich auf keinen Fall mehr machen? Ne? Also wenn man das sieht, ich habe sogar, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich hatte immer gedacht, ich hätte so viel Zeit, aber dieses Ding hier hat mir gezeigt, ich habe gar nicht so viel. Es ist begrenzt, ne? Und die Zeit, die läuft einfach immer weiter. Es kommt zwar jeden Tag neue nach, aber meine geht um. Damit sich das, damit das kurz sacken kann, wieder ein Stück Musik. Ja. Thank you.
Danke. Noch eine Geschichte und ein Stück. Es ist eine Fabel. Alle wissen doch, was eine Fabel ist, ne? Wo Tiere eine Hauptrolle spielen und bestimmte Charaktereigenschaften eine wesentliche Rolle spielen. Und so kommt der schlaue Fuchs. Der schlaue Fuchs kommt bei der Frage, was ist Glück? Einfach nicht weiter. Und wenn der schlaue Fuchs in dieser Frage, was ist Glück, nicht weiterkommt, wo geht der schlaue Fuchs dann hin? Was würdet ihr da sagen? Wo geht ein Fuchs in der Fabel hin? Sagt jemand? Er geht zur Eule. Ne? Der Fuchs ist schlau und die Eule ist weise. Genau. Und so geht der Fuchs zu der Eule und fragt, weise Eule, kannst du mir sagen, was Glück ist? Und die Eule sagt, ich erzähle dir die Geschichte vom Schaf Selma. Selma war ein Schaf, das morgens aufwachte, fröhlich sein Gras fraß, mit den Kindern bis Mittag sprechen übte, etwas Sport machte, einen Mittagsschlaf machte, wieder etwas Gras fraß, mit seiner Freundin Frau Meier, dem Lämmergeier, plauderte und abends in einen tiefen Schlaf fiel. Gefragt, was Selma denn machen würde, wenn sie ganz viel Zeit hätte, antwortete Selma, oh, ich würde morgens aufwachen, Gras fressen, mit den Kindern ein bisschen sprechen üben, Sport machen, Mittagsschlaf, mit Frau Meier würde ich plaudern und abends würde ich in einen tiefen Schlaf fallen. Ein anderer Reporter fragte das Schaf Selma, und was würden Sie tun, wenn Sie im Lotto gewinnen würden? Dann würde ich, glaube ich, morgens aufstehen, Gras fressen, mit den Kindern bis mittags sprechen üben, Sport machen, Mittagsschläfchen, mit Frau Meier plaudern und abends würde ich wahrscheinlich todmüde ins Gras fallen und schlafen. Ja, interessante Antworten von diesem Schaf, ne? Wirft die Fragen für mich so auf, achte ich auf mich, schlafe ich genug, esse ich richtig, verbringe ich Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Und das Interessanteste an der ganzen Geschichte ist, die Arbeit kommt noch gar nicht drin vor. Und dann denke ich, ja, wird wohl kaum jemand am Ende seines Lebens bereuen, dass er nicht mehr Zeit im Büro verbracht hat. Und ich habe die Angewohnheit, seit einem Vierteljahr jeden Tag eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Und bei diesem halbstündigen Spaziergängen kam mir jetzt gerade in den letzten Tagen folgender Gedanke. Den möchte ich einfach mit Ihnen teilen. Ich bin nämlich bei diesem einen Spaziergang von der Arbeit weggegangen und ich war ziemlich genervt. Ich habe mich sehr geärgert über einen Veranstalter, über blöd gelaufene Telefonate, über all diese nicht produktiven Arbeiten und bin raus. Und dann kam mir der Gedanke, beim Laufen, ich bin ein Mensch. Ich lebe, ich atme, ich trage mein Gewicht, ich esse, ich schlafe. Ich bin nicht meine Arbeit. Ich bin nicht eine Zahl auf der Waage. Ich bin nicht mein Facebook-Profil, mein LinkedIn, mein Xing und was auch immer Profil. Ich bin nicht mein YouTube-Kanal und nicht mein Pinterest und Instagram und was auch immer. Ich bin nicht mein E-Mail-Account. Ich bin auch nicht das Konto, wo mein Gehalt drauf fließt. Ich bin nicht mein Auto. Ich bin ein Mensch. Ich lebe und ich bin dankbar, dass ich lebe. Das war jetzt ein ganz kurzer Ausschnitt aus diesen Entschleunigungskonzerten. Da gibt es noch viel mehr, aber man kann es auch so kurz machen. Ich hoffe, es ist für jeden ein Gedanke dabei. Ich mache meine Verabschiedung vor dem letzten Stück und wünsche euch, Ihnen, uns allen hier einen schönen, ereignisreichen und inspirierenden Tag. Und wenn ich dazu dem einen oder anderen so viel beitragen konnte, dann freue ich mich. Also dann.
Ah, genau. Und ich setze einen musikalischen Anker. Wenn ihr mich jetzt denkt, oh, 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 wie Johann König sagen würde, ich muss ja irgendwie da und da und da und überhaupt, ach je, ja. Und wenn ich jetzt irgendwie in Stress bringe, das war nicht die Absicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann immer nur eine Sache mir aussuchen und die muss ich dann machen. Und dann klappt das mal und dann klappt es wieder nicht. Und wenn es nicht klappt, muss ich es wieder machen. Und wieder und wieder und wieder und immer wieder. Bis es irgendwann klappt. In diesem Sinne möchte ich das oft falsch übersetzte Stück von Cyndi Lauper nehmen. Das heißt Time After Time. So leichtfüßig übersetzt würde man im Deutschen vielleicht sagen, ja, so nach und nach. Ne? Aber nein, Time After Time heißt immer wieder. Wir müssen Dinge immer wieder tun, bis daraus eine Gewohnheit wird. Und irgendwann vielleicht sogar ein neuer Charakterzug. Time After Time. Dankeschön.